meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute spielen wir mal wieder eine Adventure Map. Vor kurzem war es Herobrines Festung und heute spielen wir mal, wie man kaum übersehen kann, eine Zelda Adventure Map. Ich als damaliger großer Zelda-Fan, ich bin es eigentlich immer noch, musste diese Adventure Map jetzt einfach mal spielen. Ich habe sie mal runtergeladen, Download-Link wie immer in der Beschreibung und dann könnt ihr die ganze Map auch einfach mal zocken. Soll auf jeden Fall sehr geil sein. Ich habe noch keine Erfahrung mit dieser Map gemacht. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich weiß nicht, was wir hier tun müssen. Ich weiß nicht, wie diese Map hier aussieht. Ich weiß nur, es wurde von Ocarina of Time übernommen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und ja, ich habe den Slime-Skin und ich denke mal, dass das ab sofort mein offizieller Skin auf der Konsole sein wird, weil ich mag diesen Skin, ich mag Slimes und ich finde den Skin eigentlich relativ cool und vielleicht werde ich ihn jetzt auch regelmäßig verwenden. Und bevor wir starten, denke ich mal, dass wir uns die Regeln durchlesen. Die sind natürlich wie in jeder Adventure-Map auf jeden Fall sehr lustig. Und was ich auch noch erwähnen sollte, falls du irgendeine gute Adventure-Map hast oder kennst, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen. Und ja, ich lese mir sie einfach mal durch. Keine Blöcke kaputt machen oder platzieren ist logisch. Nicht auf friedlich spielen machen wir nicht. Feuer verbreitet sich ausmachen. Haben wir, glaube ich, TNT explodiert an. Ich kontrolliere das mal gerade. Okay, das müssen wir anmachen. Don't Royce the Keys. Ich glaube, das heißt, dass wir keine Schlüssel verschwenden sollen. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, was das heißt. Roses can be broken and made into dye. Genau. Wir können Rosen abbauen und die in so Farbstoffe machen. Die Farbstoffe ist auch ganz wichtig zu wissen. Sind die Rubine. Grüne Rubin, 1 Rupie. Also grüne Rubin, 1 Dollar sozusagen. Grüner, blaue Rubine, 5. Roter Rubin, 20. Und lilaner Rubin, 50. Jetzt haben wir die Währungen auch nochmal schnell durchgenommen. Und ja, Regel Nummer 6, wir sollen nicht von Shops klauen, machen wir nicht. Unsere Rubinen in der Kiste lassen, okay. Also, wenn wir bezahlen dann. You can lead houses, also Häuser dürfen wir ruhig durchsuchen. You can only break soul sand. Nur Seelensand dürfen wir abbauen. Read all signs, okay, machen wir. Die Currency haben uns durchgelesen. Und put the exact amount, okay, immer die exakte Anzahl an Rupees, also Rubine in die Kisten tun. Und only one player, okay, only place bombs on bedrock, okay, auch interessant zu wissen, dass wir hier Bomben kriegen, nice, wahrscheinlich TNT, don't peek in dispensers, also nicht in dispensers reingucken, ist auch so logisch, do not keep souls in, also den Seelensand nicht behalten, auch nice zu wissen, das kann man dann zu viert hier spielen, aber wir sind mal wieder alleine, wie immer eigentlich, und hier ist die Story. Oh, Navi, Link, you have been sleeping for a long time now. I thought you wouldn't wake up, but I have good news. The great Deku Tree has called for you. He must have known you would wake up today. It would be rude if we didn't go and see him. Come on. Link, come on, Navi, let's go and see him then. Okay, okay, die Leute haben das ganz gebaut. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ich bleib mal kurz so stehen. So, Story ist ganz einfach. Wir sind aufgewacht und dann hat der... Moment mal. Navi hat uns aufgeweckt anscheinend und hat gesagt, dass wir ja schon lange geschlafen haben. Der Deko-Tree hat gesagt, dass wir mal vorbeikommen sollen, also der Deko-Baum, so wie bei Ocarina of Time halt. Read Currency First haben wir alles. Okay, dann nehmen wir mal diese Sachen hier raus. Bett, Fackeln, Druckplatte. Und die Druckplatte müssen wir hier hin platzieren und dann gehen wir einfach mal... Wow, Slime! Ich bin ein Artgenosse von dir, lass mich in Ruhe. Okay, es ist tatsächlich von Ocarina of Time. Das ist nämlich das Dorf. Das habe ich noch in Erinnerung, wie das Ganze aussieht. Och, Slime, jetzt geht er einfach mal weg. Den machen wir mal gerade kaputt. Auch wenn es ein Artgenosse von uns ist, der muss leider dran... Oh Mann, die müssen leider dran glauben. Ist halt leider so. Okay, Slime brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Hier war aber kein Feuer, glaube ich, im Original. Genau, Seelensand dürfen wir kaputt machen. Nice. Und da sieht man schon, hier sind Truhen drunter. Moment, mal kurz anders hinsetzen. So. Goldene Äpfel, okay. Wofür brauchen wir goldene Äpfel zum Teufel? Seelensand nicht behalten, das von daher wieder hinplatzieren. Wow, hier ist einfach mal nichts drunter, auch gut. Wieder eine Kiste. Okay, goldene Äpfel sind anscheinend nicht Mangelwaren, dann ist das unsere Nahrung, denke ich mal. Und hier ist auch nichts drunter. Wow, hier ist natürlich auch nichts drunter. Und ja, grüne Rubine waren... Oh, grüne Rubine waren ein Dollar wert, sage ich jetzt einfach mal. Und blaue 5, also haben wir jetzt schon einige, 7 Stück, um genau zu sein. Sind jetzt nicht ganz so viele. Ich glaube, damals kostete das Schild, das Schwert muss man finden, weiß ich ja, wo man kriegt. Das Schild hat, glaube ich, 40 Rubine gekostet, ich bin mir nicht ganz sicher. Denke mal schon, genau, oh, da oben sind Truhe. Hier kann man, Alter, lebensmüde, Fragezeichen.
Okay, die Häuser dürfen wir ausräumen, das durfte man damals auch. Hier findet man dann auch wieder Rubine, goldenen Apfel, okay. Blauer Rubin, so. Die tun wir mal gerade ins Inventar. Dann haben wir so eine Rubintasche sozusagen. Die tun wir mal da rein, goldene Äpfel, okay, Bett. Wofür brauchen wir ein Bett? Können wir uns anscheinend immer ins Spawn setzen. So, machen wir mal die Türe zu und gehen uns mal die Kiste holen. Das weiß ich nämlich auch noch. Ich glaube, aber im Original war da oben keine Kiste. Ich bin mir nicht mehr sicher. Zack. Ganz einfach. Und die nehmen wir alle noch mit. So. Da oben können wir anscheinend erst später hin. Wie man sieht. Und da hinten auch. Da ging es, glaube ich, raus ins Hyrule, wollte ich schon sagen. Damals habe ich immer Hyrule gesagt statt Hyrule. Hyrule, ich kann es jetzt noch nicht mal aussprechen, Freunde. Ist ja auch egal. Genau, hier hinten gab es das Schwert, da, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Hier ist ein Schild, wo einfach mal nichts draufsteht. Ah ja, war damals, glaube ich, auch. Da stand schon was drauf, aber hier nicht. Zwei Sehnsendblöcke, zwei Kisten, nice. Also, goldene Äpfel, keine Mangelware. Ich glaube, sterben wäre jetzt bitter. Ich versuche auf jeden Fall nicht zu sterben, da steht fest. Und da ist auch noch ein Seelensandblock. So. Noch mehr Rubine, okay. Die nehmen wir einfach mal alle mit, kann ja nicht schaden. So, gehen wir mal schauen, was hier so abgeht. Ja, die ganzen Tiere sind uns am Beobachten. Genau hier war dieser Felsbruch, der durch die Gegend gerollt ist. Nice, dass er das Detail hier auch noch eingefügt hat. Finde ich gut. Und hier war dann eine Truhe, genau. Und hier war das Schwert drin. Sehr nice. Take one per player, you found the Kokiri Sword. Genau, das Kokiri Schwert haben wir gefunden. Jetzt können wir uns wenigstens wehren. Jetzt fehlt uns nur noch ein Schild, das kann man leider in Minecraft nicht machen. Und ich bin ja jetzt bei Titel-Update 24 und dann sieht das Ganze jetzt so aus beim Blocken. Ja, viele haben sich darüber beschwert, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber einigermaßen, ich finde es echt gar nicht mal so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Aber auch diese Abbau-Animation, die ist jetzt komplett übernommen worden von der Xbox, die war ja damals schon so, wie sie jetzt hier ist. Und ich muss gerade mal schauen, da ist der Shop, unschwer zu erkennen und da ist eine Truhe hinter dem Wasserfall, nice. Meine Adleraugen mal wieder. Und ich glaube, da können wir nicht rein. Wir müssen das einfach so... Oh, ein roter Rubine. Nice. Rot war, glaube ich, 20. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Doch, 20, oder? Und lila war 50. Genau. So, da ist der Shop. Da gehen wir noch nicht rein. Da saß eigentlich irgend so eine Olle damals drauf. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wir räumen erstmal die ganzen Häuser aus, bevor wir da reingehen. So. Und der kann wahrscheinlich nur nicht mit uns traden. Nee, der will Weizen und zum Markt können wir, glaube ich, eh nicht gebrauchen. Wow, da oben sind auch zwei Truhen. Nicht schlecht, Herr Specht. Schnell da hoch. Zack, 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 zack. Und was geht denn da hinten ab? Ein paar Redstone-Leitungen hätte man auch ein wenig besser verdecken können, aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. So, mehr als genug haben wir jetzt von den goldenen Äpfeln. Und hier gehen wir jetzt auch nochmal schnell rein. Ist eine große... Alter, eine große Kiste... 5 Rubine, kann nicht schaden. Die brauche ich gar nicht anzusprechen. Ich denke mal, wir gehen jetzt nochmal kurz hinter dem Shop. Da könnte sich auch was verstecken. Was ist das da? Das ist eine Truhe. Okay. Müssen wir springen? Schaffen wir das? Natürlich schaffen wir das. Nochmal 20 Rubine. Also Rubine haben wir echt eine Menge mittlerweile. So. Ist hier noch irgendwas versteckt? Ich denke nicht. Ich hoffe mich mal. Ich habe nichts übersehen. Doch, Moment mal. Damals war das so. Immer mit diesen damals vor allem. Ich gehe mal schnell hier hoch. Genau. Da hinten ist ein Loch. Perfekt. Ich wusste es doch. Hier könnte sich auch noch eine Truhe drin verstecken. Oder wird wahrscheinlich so sein. Denke ich mal. Jawohl. Okay. 5 Rubine. Ja. Nehmen wir einfach mal mit. So. Und jetzt schnell in den Shop. Es wird dunkel. Ich weiß nicht, ob... Boah, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob wir gleich schlafen gehen sollen oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. So, jetzt gehen wir mal hier rein und machen notfalls mal die Tür zu. Okay. Arrows, 15 Dollar. Full Tunic, 20. Torch, 5. We sell armor, but not swords. Okay, hier bekriegen wir anscheinend kein Schild, sondern... Lol. Sondern Rüstung. Und, vollständige Ausrüstung, 20 Rubine. Das ist eigentlich relativ billig. Ich hoffe mal, das stimmt so, was ich hier sage. Full Tunic. Full Tunic. Ja, denke ich doch mal, oder? Nehmen wir einfach mal eine mit und geben den Herren hier 20 Rubine. So, müsste stimmen. Okay, ziehen wir mal die Rüstung an. Ich glaube, Arrows nehmen wir auch mal mit.
Ist das ein ganzer Stack? Es ist auch so eine Frage, ne? Oh, das war eine zu viel. So. 15, 15, ja. Ich glaube, ein ganzer Stack, oder? Das würde sonst pro Pfeil. Alter, das wäre ja lebensmüde. Nehmen wir einfach mal den ganzen Stack hier mit. Kann ja nicht schaden, Freunde. Ich meine, was soll der machen? Soll er uns hinterherfahren mit dir? Mit der Lore oder was? Nein. Okay. Dann geht unser Abenteuer jetzt, glaube ich, los. Ich esse mal schnell einen goldenen Apfel. So. You need a sword to go forward. Okay, haben wir natürlich. Das ist das Praktische. Oh, man. Was kommt hier raus? Wow, nix. Oh, gut. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas raus. Dungeon 1. Okay, jetzt geht's in den ersten Dungeon, Freunde. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt.